Fuck you! Herzlich willkommen zurück hier beim beschissensten Spiel der Welt. Mal wieder! Auf Herrn Goschlatz Kanal, zu jeder Abendstund, weiß YouTube und man kann es immer gucken, wann man will. Aha. Wir haben uns gerade nochmal dazu entschlossen, auf die Suche nach einer Schlangentür zu gehen, und zwar im Haus von der Mutti. Ja, dann geht's auch gleich los. Ja, zack, bumm. Nicht lang fackeln. Kuppelnackeln. Da unten wirst du wahrscheinlich keine Tür finden. Nö. Da waren wir ja schon. Genau. So, einfach nur noch mal durchgucken hier, ob wir hier irgendwas finden, was vielleicht verwertbar ist. Also hier brauchst du nicht lang. Das ist der lange und dumme Weg. Na gut. Bist du gerne bei den Tausendfüßlern? Ne? Ja, ne? Das war... Nee. Ich versuche halt auch... Laufen war auf Shift, ne? Ja. Genau, laufen war mit Shift. So, ich glaube aber fast... Dass es hier nichts gibt, ne? Geh mal in die Küche. Vielleicht nochmal kurz in die Küche. Jetzt mal nach rechts draußen. Nee, da war nichts. Da war auch keine Schlangentür, glaube ich. Nee, da war nichts. Ja, es sieht ja auch so aus, als wenn hier nichts großartig Neues wäre. Nee. Das Torf ist tot. Ja, dann wird es wahrscheinlich woanders sein, wo wir jetzt einfach noch nicht dran gedacht haben. Gut, na dann haben wir 2 Sekunden schon mal wieder von Let's Play rumgekriegt. Schön. Super, ohne das was passiert. Tja. Tja, da müssen wir einfach noch sehen, wo wir da lang müssen. Hier war's, ne? Und dann, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Na, du kannst jetzt hier links, da genau. Da rein, ja, ich sehe. Aber wir haben auch noch nicht das ganze Haus durchsucht, ne? Das weißt du. Ja. Ach ja, ist dir bewusst. Ja, ne? Aber wir müssen ja jetzt auf die Suche, wir müssen jetzt diese, zweite blaue Keycard finden. So, genau. Das, wenn du nochmal hochgehst, was hältst du denn davon? So an dem Loch vorbei? Am besten nicht rein. Okay. Dann. Aber wir kommen hier wieder hoch, ne? Ist so eine Leiter da, oder? Ich sehe das gar nicht hier. Ja. Ja, ist eine Leiter. Es ist eine Leiter. Aber warte mal. Kennst du noch diese Stelle hier? Ja, natürlich kenne ich die Stelle hier. Da war's. Ich habe mich gerade noch mal ein bisschen erschrocken. Wirklich? Kannst du mir nicht antun. Aber guck mal, wir haben doch schon den Rabenschlüssel. Also müssten wir doch eigentlich im ersten Haus. Ja. Geh mal zurück in den Puffwagon, bitte. Ja. Nicht da lang, du brauchst nicht da lang. Können Sie die Brücke nehmen? Navigiere mich eher bitte. Mich bitte. Er navigiert sich bitte. Hier? Ja, genau, da zurück. Also eigentlich im Prinzip den Weg, den wir gekommen sind. Jetzt gehst du nach rechts durch das. Ja, genau, hier. Durch das Hauptportal hinaus. Ah, diese Kinder hier an der Decke. Weiß auch immer. An der Decke. Diese Kinder an der Decke. So. Ich sehe hier gar nichts mehr, weil, naja, es blendet mich ein bisschen. Genau. Ich würde auch gerne mal die Waffe wechseln. Wie war nochmal Waffe wechseln? Ja, das nützt dir nicht viel, weil wir haben in den anderen Waffen überhaupt keine Munition mehr. Ach so. Du kannst aber hier über 2. Du hast jetzt noch, naja, kannst du ja nochmal nachladen. Lad doch mal nach. Zack. So. Und dann kannst du mal, genau, nochmal in den Puffwagon gehen. Das soll so sein. Hüpf, die hüpf. Nochmal zur Truhe und dann können wir mal gucken, ob wir den Rabenschlüssel noch haben. Das da ist der Schlangenschlüssel. Skorpionschlüssel. Den Rabenschlüssel? Ja, den Rabenschlüssel. Wo ist der denn? Oh, ich weiß es nicht. Das ist der Schlangenschlüssel. Schlangenschlüssel. Skorpionschlüssel? Aber wir müssen den Rahmenschlüssel ja gehabt haben, sonst wären wir gar nicht da oben durch die Tür gekommen. Achso, guck mal, da kann man noch weiter runter machen. Machen wir hier mit genau. Krähenschlüssel, also. Genau. Nehmen wir den mit? Ja, nehmen wir den mal mit. Ja. Hast du den jetzt? Nee. Du Troll. Gut. So, Doppelklick. Und da auf das rüber. Okay. Gut. Gut. Okay. Kannst du da mal raus? Und dann gehen wir nochmal zurück ins Haupthaus. Mhm. Und dann... Genau, nochmal genau da hoch zu der zur Türe. Was ist denn hier eigentlich? Das ist auch das Haupthaus, das ist der Seitengang. Ich höre schon wieder irgendwas. Ja.
Und jetzt nach links? So, liebe Freunde, was, das ist der Skorpion. Das ist der Skorpion, richtig. Und jetzt gehst du mal geradeaus. Und dann nach rechts. Und dann weiter nach rechts. In die Tür da rein. Weiter, 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 weiter. Et voilà. Genau, hier ist das Klo. Ach, guck mal, vielleicht finden wir jetzt hier auch was. Nein, das ist nicht das Klo. Aber hier müsste die... Ah, nee. Ja, doch, die Krähentür. Und dahinter, dahinter, mein Freund, verbirgt sich... Ich will's nicht wissen. Folgendes. Ja, das ist doch bloß irgendein Stockraum, da passiert doch nichts. Geh rein. Komm. Geh. Wenn die Türen schon so schwer aufgehen... Ja, ja, da passiert nichts. Gut. Da. Oh! Granatwerfer. Zack. Zack, da haben wir ihn. Wo war noch Inventory? War auf I. Tab. Genau. Oder I. Okay. Geil. Und wo hatten wir jetzt die Munition dazu? Ah, pass mal auf, pass mal auf. Hier haben wir... Ja, warte mal. Hier haben wir auf jeden Fall noch... Festbrennstoff mit. Okay, pass auf. Mach warte mal Tab. Ich will erst mal gucken, was hier noch so liegt. Okay. Vielleicht finden wir ja noch was. Ja, okay. Ja, okay. Guck mal. Schießpulver ist auch sehr gut. Können wir auch mitnehmen. Aber uns fehlen irgendwie die Pullerbeutel dazu. Da links war noch was. Flintenmunition. Das ist ja, das geht auch immer. Und Flammgranaten, da haben wir sie. Aber bloß eine. Drei, glaube ich, ne? Da stand eine. Mach mal auf jetzt das Inventar. So. Gut. Dann... Nee, warte mal, gehen wir nochmal zurück. Ach, scheiße, was haben wir denn mit dem Pullerbeutel gemacht? Den haben wir auch wieder abgelegt. Ist egal, dann gehen wir gleich nochmal raus. Bleib mal im Inventar noch drin, bitte, kurz. Ich habe da nämlich was gesehen gerade. Was hast du gesehen? Genau, bleib mal da drauf und dann drücken wir vielleicht mal 4. Hä? Was willst du? Nee, geh mal raus und jetzt drück mal 4. Nee, funktioniert nicht. Der hat gesagt, dass wenn man kann Waffen auswählen, ja? Ja. Weil wir jetzt unsere vierte Waffe haben. Doppelklick mal da drauf und dann drück mal 4. Nee. Nee. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Ein selbstgebauter Granatenwerfer. Fehlt da vielleicht noch was? Nee, da fehlt nichts. Den kannst du eigentlich schon ausrüsten. Drück mal doppelt drauf. Habe ich. Achso. Vielleicht müssen wir die ablegen, um dann den Granatwerfer benutzen zu können. Nee. Du kannst... Achso. Ja, das kann sein. Komm, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich gehe noch mal raus. Geh noch mal raus. Aber dass man da die Keycard nicht findet, finde ich ganz schön blöd. Wo willst du denn hin? Ach nee, das war ja nicht raus. Entschuldigung. Du kannst einfach da beim Klo durch die Tür. Ich will hier gar nicht lang. Nee, ich auch nicht. Aber lässt sich leider nicht vermeiden. So. Jetzt gehst du in den Keller. Ach, das war wieder falsch, ne? Ja. Oh Mann. Du bist echt schlimm. Ja, wenn man es nicht selber spielt, hat man keine Orientierung mehr. Okay. Und jetzt mal hier raus, ne? Ja, versuch mal. Ja, das ist jetzt, das, da bist du jetzt wieder in der ersten. Ach, Quatsch. Nee, bleib doch mal da. Gab's da vielleicht eine Schlangentür? Das kann sein. Ich wollte bloß gerade mal den Granatwerfer wechseln. Mhm. Interessantes Konzept. Na, ich wollte den Granatwerfer durch das Ding hier austauschen. Ja. Ja, nö. Das ist doch schön. Ja, gut. Hier ist er mal durch die Wand gestiegen. Mit Papi. Hier kannst du, da kannst du jetzt rein und da kannst du, also da gibt es auch eine Truhe. Ja, stimmt. Genau. So. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, eigentlich. Naja, gut. Ja, blöderweise haben wir ja keinen Platz mehr, ne? Doch, leg einfach den Flammenwerfer ab. Oh, Mann. Draufklicken. Alter, bin ich doof? So. Doppelklicken? Ja, habe ich. Passiert nichts. Doppelklick mal. Doppelklick? Ja. Und dann rüber, genau. Genau. Und jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir hier auswählen, genau. Ja, sehe den Granatwerfer. Okay. Okay. Ich will gar nicht wissen, was wir damit machen müssen. Ich nehme aber mal die Schroti, weil da haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Moon drinne. Mal kurz speichern, ja, ne? Ja, sicher. War das gerade blöd, dass wir das gemacht haben? Warum? Naja, weil wir einfach nicht genug Munition für das Ding haben. Wir haben 2 Schuss in dem scheiß Granatwerfer. Aber gut. Ja, mein Gott, das ist so. Da haben wir schon 1000 Mal reingeguckt.
Okay. Gut, da geht's runter zur Garage. Wah! Was ist denn? Guck doch mal nach rechts. Da. Was ist denn, fragt er. Ich habe nichts gesehen. Also wir sind hier richtig, Stefan. Auf jeden Fall sind wir hier richtig, weil sonst würde ich hier nicht so... Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Jetzt habe ich mich so erschrocken. Also wir von sind... Da sind wir gekommen. Von du, da sind wir gekommen. Du hast echt eine Orientierung. Wahnsinn. Eine gute. Ist... Oh! Ja. So, die können wir zum Glück mit einem Schuss da wegrauchen. Reloaden, reloaden, reloaden. Ja, warte. Ja, ich meine, wir haben ja Zeit. Genau, das jetzt hier auch. So gut. Ich hoffe, das war dir eine Lehre, junger Freund. Der lebt immer noch. Nein, 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 nein. Nee, jetzt ist der tot. Gut, ja, ich sehe auch wenig wegen dem Licht. Ich sehe wirklich sehr wenig. Ach, ja, Andreas. Ich hab's verstanden. Ich versuche einfach nur eine Ausrede zu finden. Garage? Geh doch mal da in die Garage. Oder war hier oben vielleicht noch was? Nein, da war ich glaube nicht, ne? Wir haben das leitet uns ja auf jeden Fall hier irgendwie hin. Ja, ist ja. Auch egal. Wurscht. Ja, da an dem Fenster war der Polizist beim ersten Mal. Als du dich erinnern möchtest. Ja, ich weiß. Ja, hier wird nichts mehr sein. Das ist Quatsch. Aber die beiden Kumpels kamen ja von hier. Welche beiden Kumpels? Na, die von eben. Die sind ja nicht einfach so in dem Haus. Doch, der war im Wohnzimmer, der eine. Und der andere kam von oben die Treppe runtergefahren. Aber die werden ja nicht einfach hier so generiert, wenn hier nichts wäre. Weißt du, was ich meine? Nicht gut. So. Doch, ich weiß genau, was du meinst. Aber ja. Hier oben, ich weiß nicht, was da oben... Hier geht's doch bloß wieder runter aus der ja. Tür raus. Okay. Nee, du kannst jetzt auch da runter wieder. Ich sehe wirklich wenig. Mhm. Ach so. Ich sehe wirklich wenig. Ach, siehst du wenig? Ja. Interessant. Mann, das Licht blendet übelst dolle und ich sehe von dem Bildschirm fast gar nichts. Ich hab doch das Licht eben auch gesehen. Soll ich das Licht vielleicht mal leiser machen? Leiser? Ja, ich mach das Licht mal leiser. Mach mal ein bisschen leiser. Weil, ja, so vielleicht, ja. Ja, das ist so besser. Ach. Jetzt sehe ich auch... Jetzt sieht er mehr. Sieht er nicht mehr so wenig. Ja, gut. Dann lass uns nochmal gucken. Muss erstmal ein Baller essen jetzt. Okay, hier... Hier wird ja nichts mehr sein. Nö. Ne? Nö. Nö. Garage haben wir abgecheckt. Mhm. Oben müssen wir mal gleich gucken. Hier waren wir auch schon drin. Brauchen wir nicht mehr. Stimmt, Mensch. Oben war... Oder? Vielleicht war oben eine Schlangentür. Kann sein. Das ist der Speicherraum. Ja. Lass mich nur noch mal vergewissern. Okay, gut. Wie kommen wir denn jetzt hoch? Das ist die Frage. Wie war das denn? Ja, dafür hat der gute Gott Treppen erfunden. Ja. Und davon finden wir mehrere sogar, wenn du jetzt links durch die Tür gehst. Hier, ja? Hier. Gut. Wunderbar. Und jetzt guck doch mal. Warum sind die beiden Palos denn dann da im Haus gewesen? Na, ist egal. Ich frage einfach nicht weiter nach. Ich glaube, das ist jetzt einfach bloß so random gespawnt. Dass die da einfach spawnen? Ja. Hier? Nee, da waren wir schon drin. Da ist die Oma. Das ist das Zimmer von der Oma. Ja, genau. Stimmt. Von Oma Uschi. Gut. Ah, tätere. Jetzt ist das hier auch... Ja, ist ein bisschen bewachsen. Ja, klasse. Wenn man das mit dem Unkraut nicht unter Kontrolle hält, wuchert das. Guck mal, hier ist eine Schlangentür. Na gut. Hier war der. Genau, das war der. Oh, ich muss mir gleich noch einen Baller. Ich habe den ersten Baller nicht mal aufgehört. Ich muss mir schon zwei. Okay, auf geht's. Ah, was haben wir denn hier? Oh nee. Jetzt kommt. Warum kriege ich immer diese Kinderscheiße? Yes, of course. Gut. Ah. Der Dachboden. Mach mal Licht an. Oh, dreh mal, guck mal, drück mal F. Natürlich. Ja, so einfach funktioniert das. Drehst du mal kurz an der Lampe. Eine Fernbedienung, eine Lampenfernbedienung ist das. Alter, hörst du das da oben? Da ist nichts. So bist du der Dachboden. Oh, Inja Schwand. Dritter Platz, Juyon Erfinderwettbewerb. Schön, schönes Pokalchen.
schon der zweite Junioren-Erfinder. Oh, ja. Wettbewerb. Ach, Mann. Schau mal her. Das ist bestimmt der hier. Zweiter Platz. Dritter ja. Junioren-Erfinder-Wettbewerb. Mhm. Meine Fresse. Die ist gut. Die ist richtig gut. Das kann man nicht wissen. Sonderpreis Amateur-Robotermeisterschaft 1998. Ja, schön. Was die schon alles gemacht hat. Guck mal, hier gibt es an der Seite, gibt es noch mehr. Oh, guck mal da. Soll ich mal vorlesen? Ja, na klar, du liest ja immer vor. April. Was ist Kinderstimme? April. Super. Ich bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mir die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft. Mit 259 Teilen. April. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April. Ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult, lass mich raus, Lukas. Warum Lukas? Ich denke, das war ein Mädchen, ist egal. Ja, aber das ist jetzt das Kinderzimmer von Lukas anscheinend. Ha. April. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Haben wir ja durch Zufall gleich... Haben wir durch Zufall gleich... Gleich die richtige entdeckt. Guck mal, hier ganz, ganz daneben ist nochmal diesen Baseball-Bat. Oh, ein Baseball-Bat. Fetto Basie. Geh ich nochmal. Scheinbar ist aber hier nichts Interessantes dran. Die Dorfkids klatschen. Oh, die Dorfkids klatschen. Du, Andreas, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Nö, wir gehen dann... Ich mache hier erstmal zu. Du kannst sie nicht zu. Oh, Mann, ey. Das ist gerade immer... So, mein lieber Stefan, ich gehe hier mal hoch. Ja, bitte gerne. Ich hoffe nicht, aber... Nee, ist alles gut. Alles ist immer... Ja, natürlich, alles gut. Oh, guck mal, er hat hier sich so ein Kinderzimmer gebaut. Oh. Ich gucke hier mal rein. Mhm. Ganz entspannt. Happy Birthday Tape. Ein Tape. Hier ist wieder so eine Punkertasche. Ja, Punkertasche, schön. Tolle Tampette. Tolle Punkertasche. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 92. Umfang Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Mhm. Aber ich glaube, die ist... Tja. Oh, hier ist unsere Axt. Guck mal. Spielzeugaxt ist das nur. Macht ja nichts. Die haben wir jetzt auf jeden Fall. Kannst du die drehen? Sie haben nicht genug Platz. Für eine Flintenattrappe haben wir leider nicht genug Platz. Warum brauchen wir die denn? Tja, vielleicht sagt uns das Rätsel, was da hinten in der Ecke ist. In der Ecke? In der Ecke ist. Okay, ach, ist ein kleines Rätsel, gut. Was haben wir denn hier? Ah, okay, jetzt müssen wir das hier machen. Müssen wir hier so einen Axtmann machen? Ich glaube, ja genau, jetzt noch einmal so drehen. So. Ich glaube, das da oben ist die Axt, ja. Ja, ja, das war schon gar nicht verkehrt. Ja, und jetzt drück mal F. Genau. Genau nicht. Genau, nein. Du musst noch ein bisschen, glaube ich... Ja, ich versuch's. Ich bin dabei. Oh, was ist denn jetzt? Zeit abgelaufen. Nee, ist nicht die Zeit abgelaufen. Ich war einfach nur doof und hab falsch geklickt. Oh, das ist doof. Ja, jetzt einfach bloß nochmal drehen. Nein, so. Geh mal zurück. Nee. Ich versuch's doch. Da ist die Axt. Ja, ich sehe, wo die Axt ist. Ja, die muss nach oben. Ja. Genau. Jawoll! Bravissimo! Na! Disco! Oh, hier, Alter. Da habe ich mich doch direkt vorm... Was haben wir denn? Wir haben die Disco-Karte. Gut, also bereite dich auf was vor, es kommt gleich was. Spätestens wenn wir jetzt hier runtergehen, wird man uns erschrecken. Ach, uns erschreckt doch hier keiner. Was ist denn passiert? Pussy Scheiße. Ja, aber die Tür ist zu. Fuck. Renn doch einfach durch. Wurde hier geradeaus, ne? Ja, bitte. Dam, dam, und dann da durch die Tür. Dam, da, dam, 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 dam,
Da war nichts, da war nichts, ich habe nichts gesehen. Oh, Telefon. Das ist da vorne an der Couch. Geh mal. Genau, geh mal da hin. Jetzt ruft bestimmt. Ja, der Typ wieder an. Wie heißt er, Jacob? Hallo? Hey, Kumpel! Oh. Denk dran! Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät! Lass mich mit Mia sprechen! Nein, nein, nein! Du musst dich erst blicken lassen! Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen! Also komm schon, Mann! Alle warten nur auf dich! Stefan, es warten schon alle. Wir müssen schnell machen. Schnell, dann aber los. Schnell noch ein Cuba Libre reingeschenkt und zack, los geht's. Aber auf die Party. Dazu müssten wir allerdings auf den Hof gehen. Ja, ja. Okay, ich wollte nur mal eine kleine Runde laufen. Bist du aufgeregt? Jetzt habe ich gespuckt. Alter, das wird so cool. Endlich wo, eine Party. Wo muss man denn endlich hin? Andreas, raus. Ja, ja. Und das ist in der anderen Richtung. Ja, ne? Hier. Ja, ja. Da, durch die dreiköpfige Tür. Sicher, ja. Ich weiß, ich will nicht. Ich habe einfach keine Lust. Ach so. So. Ich habe den Joke nicht verstanden. Nee, hast du nicht. Wow, keiner. Oh, da kommt Mann, es ist doch immer wieder... Oh, fuck. Entschuldigung. Schön daneben geschossen. Das dürfte es aber gewesen sein für uns. Er kraucht aber auch immer an der gleichen Stelle raus. Da ist er. Ja. Mach den mal. Ja, super. Alles gut, wir speichern. Ja. Oh, nee, erstmal. Nicht mit der Schotti, nicht mit der Schotti. Ja, mit was denn sonst? Ich geh jetzt erstmal rein. Ja, geh erstmal da rein. Der tut dir doch da drin was. So, guck mal, da kannst du nicht reinkommen. Komisch, ne? Speichern. Ist das so klug mit dem Gegner vor der Tür? Nee, wir werden sehen. Was ist klug für was für eine Tür? Naja, wenn der Gegner vor der Tür steht. Ja, nö, natürlich nicht. Nee, ist nicht klug. Weil nicht, dass er jetzt hinter dir steht und uns one-hittet. Und dann haben wir so einen verdorbenen Speicherstand. Passt schon. Ah, ey, weißt du, was wir auch was als allererstes machen können, bevor wir auf die Party gehen? Ja, sag mal. Das geht ja immer so los. Zu Hause ist immer Vorglühen. Ne? Ja. Und was macht man beim Vorglühen? Man guckt sich ein schönes Video an. Richtig, das machen wir jetzt. Ah, nö. Doch, doch, mach mal. Happy Birthday. Passt doch. Ah. Ich gebe dir jetzt Zeit, mal was zu trinken ein. Ja, ihr wundert euch jetzt vielleicht, Moment, die letzte Episode, die war doch noch im vollen Gange. Ja, aber wir haben das Videotape dann abgespielt und sind wirklich fast eine Stunde. Ungefähr, ja. Drin rumgelaufen, wussten nicht, was wir machen sollten. Also habe ich mal im Internet rumgecheatet und den Lösungsweg... Lösung! Ja, in die... Ja. Ja. Hab da jedenfalls reingeschaut und ja, der Weg ist, ja klar, ist ja völlig logisch. Ja. Völlig logisch, wir werden es euch jetzt zeigen. Wir schauen uns jetzt das Videotape nochmal an. Once again. Oh Mann, das ist so ein Armutszeugnis an uns, aber was soll's? Wir sind ja ne, schon zwei Herren gesetzteren Alters. Und wir konnten nicht wissen. Ab der nächsten Folge wird Herr Goschlatt kein Mikrofon mehr tragen. Naja. Ja, ja. Du bist ein verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das Herz. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Da ist er weg. Ja, siehst du auch das Flackern da so ein bisschen? Ja, ne? Ist ja wegen dem Videotape. Gut, ich dachte, das wäre jetzt wegen der Grafikeinstellung, die wir neu vorgenommen haben, aber nee, das ist ja wegen dem Videotape, ne? Das wegen dem Videotape? Ja, ne, das ist nicht meine Grafikkarte, die da so ein bisschen. Nein, das ist nicht die Grafikkarte. Nö, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Gut. Sieht doch alles jetzt viel geiler aus. Auf jeden Fall. Ich sehe absolut keinen Unterschied. Ich auch nicht. Gut. Ist auch schon wieder eine Woche her, dass wir das gemacht haben, von daher kann es auch sein, dass es etwas ins Stocken gerät, aber... Im Groben und Ganzen sollten wir uns da jetzt zumindest, also, ach so, wir haben ja nicht komplett alles uns angeschaut, auch von der Komplettlösung. Wir haben bloß, wie wir weiterkommen. Das heißt also, ja. Wir versagen wahrscheinlich trotzdem. Macht ja nichts. Na dann. Gut. Kann dir auch ein bisschen helfen, wenn du willst. Gerne. Ja, also auf jeden Fall war erstmal was im Klo. Ja, das weiß ich.
Aber wir müssen jetzt hier so ein bisschen so tun, als würden wir gar nicht wissen, was das hier ist. Oh, ach so, kann man ein Ofen. Oh. Ein Ofen, vielleicht kann man damit ja was machen. Mhm. Naja gut, okay, wir gucken wir doch erstmal ins Klo. Da kann man doch nichts machen. Ja, wahrscheinlich erst ab einem bestimmten Punkt. Okay. Ach so, das ist alles so getriggert, ne? Mhm, wahrscheinlich. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal hier so, oh, hier ist ein Raum und, ah, was war das denn? Joa. Jetzt den ganze Blödsinn nochmal, gut. Ich will nicht endlich aus dem Raum kommen und keinen grässlichen Schlaf voll tot sterben. Ich weiß, der Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Mhm. Machen wir. Leck mich. Hat er einfach nur gesagt. Ja, da kennt er nichts. So. Okay, da können wir die Kerze anzünden. Das genau. Ist korrekt, das mache ich jetzt auch gleich. Zack. Wusch. Jetzt ist da auch ein... Ach Mensch, das, siehst du, das haben wir das letzte Mal auch nicht bemerkt. Überall, wo man was machen kann, geht ein Licht an. Naja. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal so einiges nicht bemerkt, weil wir beide so ziemlich fertig waren. Ich weiß auch nicht, warum. Ja... Ja, manchmal hat man so Tage, da, ja, hier dieses komische, ekelhafte. Letztes Mal ging mir auch überhaupt nicht gut. Ging ihm nicht gut, nee, nicht nee, so wirklich gut, ging nee. Nicht gut, nee. Oh, Wasser, kommt kein Wasser raus, komisch. Was konnte man denn noch machen? Ach so, ich weiß es. Wir konnten jetzt wieder durchgehen, dann geht die Kerze wieder aus. Und ja, in diesem Fass, genau. Das bodenlose Fass öffnen. Ach ja. Weil es jetzt natürlich immer noch sein kann, das wissen wir noch nicht. Was denn? Ach nein, der Aufziehschlüssel, das hat schon seinen Grund. Ja, genau. Da nee, ich dachte, vielleicht ist es eigentlich günstiger, das erst zu einem späteren Zeitpunkt zu machen, aber... Ach, wahrscheinlich nicht, nee. Obwohl, was ich mich frage ist... Was denn? Der Docht ist ja nass geworden. Warum ist der Docht nass geworden? Also wenn der Docht... Nee, nicht warum, ich weiß, warum der nass geworden ist. Ja, wir rushen jetzt hier so ein bisschen durch. Gut, ihm fehlt auf jeden Fall Federkiel, den müssen wir noch irgendwo finden. Und, verrat doch nicht alles. Finger. Entschuldigung. Verrat das doch jetzt noch nicht. Wir wissen noch nicht, was wir da suchen. Ach so. Was für ein Federkiel. Hä, wer weiß. Ach, du meinst den Federkiel, mit dem du dich heute ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen genau. hast. Für die meisten Spoiler in einem Videospiel. Cool. Für das langsamste Let's Play der Welt. Ja, genau. Ach Mensch, woher wusstest du denn das? Weiß ich nicht, das ist so Intuition. Aha. Weibliche Intuition gewesen. Und dass hier vielleicht irgendwo ein Luftballon liegt, den man... Ich hab nichts gesagt. Ja, nee, das stimmt. Guck mal hier, ne? Den man dann vielleicht verwenden könnte. Und das man nicht ja alle 100 Luftballons zum Platzen bringen muss. Ja, das haben wir nämlich tatsächlich versucht. Alter, war ein bisschen komisch. Ja. Ja, na klar. Es juckt ihn auch nicht weiter. Nee, gar nicht. Das erinnert mich an eine Szene. Naja, gut, Federhalter. Was für eine Szene denn? Nee, ist schon gut. Sag doch mal, du kannst jetzt nicht sagen, das erinnert mich an etwas. Nee, das ist eine Szene aus Far Cry Primal, wo uns so eine nette junge Jägerin auch genau zwischen die Beine schießt, aber die trifft halt nicht, aber dieser Pfeil hat getroffen. Weißt du? Naja. Ja. Also schaut mal in den Let's Plays von Far Cry Primal, dann wisst ihr, was ich meine. Ach, ja. Ach ja, gleich mal ein bisschen Eigenwerbung unter. Ja, genau. Entschuldigung, aber das muss mal sein. So. Ich glaube, das war auch alles, was wir beim letzten Mal schon erreicht haben in der innerhalb einer Stunde. Ja, wie lange? Ja, 2 Minuten? Ja, ja, genau. Und jetzt ist natürlich logisch, wir haben diverse Items eingesammelt, darunter auch ein dreckiges Fernrohr. Mhm. Steht das da auch? Ja, verschmutztes Fernrohr steht ja, da. Man genau. hätte echt drauf kommen können. Ich bin nicht drauf gekommen. Ich auch nicht. Dass man das jetzt irgendwie nehmen muss und dann da durchschauen muss. Aber wie? Du kannst das mit F nehmen? Ist das der Nehmen-Button? Oh nee, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, aber jetzt sieht man, wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja, am besten stellt sie sich davor und dann, ja. Achso, du bist davor, gut. Ich bin davor, ich habe mich bloß irgendwie falsch gedreht.
Alter, wer kommt denn auf sowas? Bisher musste man die Items einfach nur benutzen, um damit irgendwas anderes zu machen. Ja, müssen wir jetzt streng genommen auch nur. Ja, aber man konnte die halt nicht in die Hand nehmen, bis sie, also, glaube ich. Um damit dann aktiv was zu machen. Ja, genau, also, ja. So wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Ne, zum Beispiel, also zum Beispiel jetzt bei diesen Totenkopf, bei diesen Hunden, die konntest du einfach bloß per F direkt, wenn du vor der Tür standest, genau, einsetzen. Genau. Aber das kannst du halt immer benutzen. Ne? In der Hand nehmen. So, und was müssen wir jetzt damit machen? Pass auf, ich will dir das mal kurz zeigen. Ah, du weißt es schon. Nein, aber ich kann es mir denken. Ach so. Ah. So, Alter, und jetzt haben was wir... Was für ein... Guck mal, wir haben jetzt hier also einen Pullermann, wo gerade oben was rauskommt in der Mitte. Ah, schön. Links haben wir He-Man oder ein Mädchen, was so ein Schwert in der Hand. Ja, ein He-Man-Schwert in der Hand und ein Fötus. Und ein rechts, ein Alien. Alien-Fötus. Okay, so, und damit müssen wir jetzt hier an diesen wunderbaren Geschenkeschrank. Und da ist dann ein Geschenk für uns drin. Ja. Das zweite war? Der Pullermann. Oder ist das der Apfelgriebsch? Wahrscheinlich. Nee. Das der war es, das Grab. Ist es ein Grab? Kein Pullermann, wo oben was rauskommt? Das war nicht der Apfelgriebsch. Das war nicht der Apfelgriebsch. Ja, da war das Fötus-Ding. Haha! Was haben wir denn da? Was ist das denn? Eine Strohpuppe. Nehmen wir auch mal mit. Ja, super. Gut. Ja, jetzt haben wir eine Strohpuppe. Jetzt haben wir also eine Strohpuppe. Die können wir hier reinstecken. Das wäre ja super. Nee, wahrscheinlich. Strohpuppe. Nicht. Wozu brauchen wir denn eine Strohpuppe, verdammt? Mann, hätte ich doch mal in die Komplettlösung geguckt. Ja. Lass mal ganz hart überlegen jetzt. Kann man die Strohpuppe vielleicht als Finger kombinieren? Nee, es ist ja blöd, oder? Na, versuch's doch einfach. Also, wir müssen ja hier alles ausloten. Ja, das passt gut. Nicht. Ja. Das passt nicht. Nee, da brauchen wir auch nicht gucken. Muss ich die Strohpuppe unter das Wasser halten? Nein, nee, muss ich die Strohpuppe ins Klo stecken? Nee, da ist auch kein F mehr. Auch nicht. Muss ich die Strohpuppe vielleicht verbrennen? Und da kommt irgendwas raus, vielleicht ist da der Finger drin. Ja, das wäre doch klasse. Tada! Schaschlik! Ju, ach so, das hätte man sich auch erstmal angeschaut. Da ist der Finger. Pupenfinger. Pupenfinger, stand das da? Nein. Da stand Pupenfinger. Nein. Doch, das ist der Finger, den der immer anderen in die Pupen stellt. Darum ist der Clown auch ins Gefängnis gekommen. Ach so, der Pupenfinger. Der Pupenfinger. Ja. Okay, pass auf. Natürlich nicht nett. Jetzt stecke ich ihm den Federkiel in die Hand. Okay, und zieh das Ding auf und jetzt bin ich mal Na, passiert nichts. Nee, passiert gar nichts. Passiert doch nichts. Siehst du? What? Oh. Loser. Cooler Clown. Erste Mal, dass mich das Spiel zum Lachen gebracht hat. Oh Mann, sehen. Ja, Mensch, Loser. Entschuldigung. Was war das? Was war ich immer? Loser. Oh Mann. Okay, Und das sollen wir jetzt hier eingeben, oder? Na, sicher. Nein. Doch, ist so. So ein Schwachsinn. Ey. Das ist richtig Schwachsinn. Oh Mann. Loser. Oh Mann, ey. Also der Junge hat auf jeden Fall echt Witz und, ne? Und ist ein richtiges... Esprit, ja. Ja, auf jeden Fall Esprit. Rätselgenie. Hier, ein Ventilhandrad. Und weiter sehen sie nicht. Gut. Na, dann wissen wir ja schon, wo wir... Ich weiß nicht, ob da nicht jetzt gleich was um die Ecke steuert. Soll denn hier um die Ecke steuern? Ja, ich habe aber irgendwie das Gefühl. Du musst bloß pullern, Junge. Ich muss pullern? Woher weißt du das? Na, weil du dich gerade geschüttelt hast. Das hat man gesehen. Ich kann es dir nachher in der Aufnahme zeigen. Wie ich pullere. Ja. Ist nichts passiert, Stefan. Ist nichts passiert. Wir hätten auch einfach Tetris Let's Playen können. Ja, nö, beim nächsten Mal. Das ist auch viel repetitiver, das macht auch mehr Spaß, da können sich die Leute schneller mit anfreunden. So, das Ding haben wir jetzt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir durch den ganzen Scheiß. Hier ist doch gerade irgendwas passiert. Steck einfach rein, das Ding. Achso! Jesus! Happy, happy birthday! Psst, psst.
Es war so klar. Oh. Das ist, Stefan, du brennst. Achso, ne, ich kann doch jetzt nichts machen, oder? Nee. Nee, doch, Süße. Kann ich nichts machen. Brenne ich eben. Pech gehabt. Ach so, ich kann mich bewegen. Ich gucke hier. Oh. Doch, hier kann ich. Oh. Haben wir es jetzt verkackt oder was? Ich weiß es nicht. Nee. Nee. Hm. Crispy. Happy Birthday. War doch recht einfach. Primetime-Movie. Ja, ne? Richtig gut. Schön. Okay. Oh Mann. Das und dafür haben wir beim letzten Mal, ich glaube, es lag einfach nur an diesem beschissenen Finger, den wir nicht gefunden haben. Beziehungsweise dieser. Ja, ich weiß, ich sollte das nicht erwähnen, aber es lag halt einfach daran, dass wir zu ja blöd sein. Waren. Ja. Das lag einfach daran, dass wir zu blöd waren. Das Fernrohr zu finden, das haben wir ja gefunden, aber das Fernrohr sauber zu machen. Ja. Das wolltest wir sind ja nicht so eine reinlichen Leute, deswegen ist ja auch vollkommen okay. Das wolltest du doch sicherlich auch sagen. Ja, so ähnlich. Aha. Gut, jetzt geht's wieder zurück in die aufregende Phase. Es geht nämlich zurück in die Disco. Na? Wieso zurück? Also, es geht in die Disco. Wir gehen heute erstmal in die Disco. Wir haben uns gedacht, zum heutigen Let's Play machen wir mal was ganz Besonderes. Hat man eigentlich schon im letzten, wollten wir eigentlich erst in die Disco gehen, aber dann haben wir uns für Vorglühen im Puffwagon entschieden. Ja. Schön bei Netflix and Chill, Videotape gucken. Hm. Aber jetzt fühlen wir uns auf jeden Fall breit und bereit genug, in die Disco zu gehen. Wirklich? Natürlich nicht. Aber was bleibt uns denn anderes übrig? Ah! Was war das? Oh Mann, oh, da ist tatsächlich einer, siehst du? Ja, siehst du? Eben. Ich hab dich nicht genatzt. Es ist, nee, oh shit, oh shit, oh shit. Warte, nachladen. Ist doch alles kein Problem. Pass auf. Und was mit Rennen? Was für, wieso Rennen? So, nö, brauchen wir nicht. So, er hat ausgedient, der junge Herr. Die droppen auch gar nichts, ne? Nee. Schade. Was denn hier eigentlich? Ja, wie war... Das ist noch ein Tor. Da kommen wir bestimmt danach durch. Von der anderen Seite verschlossen. Hm. Tatsächlich. Durch die Disco müssen wir gehen und dann... Super geil, das haben wir, kriegen wir das jetzt mit, dass hier noch ein Tor ist. Ja. Aber ist ja egal, wir könnten es eh noch nicht von der ersten Runde. Gut, wir müssen jetzt also hier die... Wer hat Angst? So, mein Lieber. An den Türstehern vorbei und los geht's. Hallo? Boah. Hallo? Ich kenne den Besitzer. Ich kenne den Besitzer. Ich bin der Besitzer. Oh, was? Let's fuck Let's play. Play. Na süße, sind wir doch genau richtig. Oh, ich will aber nicht spielen. Ja, jetzt musste. Ah, die Schrecken dieses Ortes. Dann nimm erstmal Platz, würde ich sagen. Wie, was viel Platz nehmen? Ich nehme jetzt wenig Platz. Na, du musst. Oh Gott, dann... Zeit zurückdrehen. Ich hasse das. Was, Evelyn?
Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. So ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby, da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Scheiße! Das ist mein Wort. Also erstens muss ich sagen, ich kenne einen Typen, der genauso aussieht wie der Typ. Ja, deswegen ekelt mich das richtig doll an. Und das zweite ist, wenn sich jemand Fingernägel rauszieht in Horrorfilmen oder die irgendwo hängen bleiben, ich muss weggucken. Es ist so wie, als wenn jemand an der, ne, mit seinen Fingern ja, an der Tafel kratzt. Furchtbar. Ja. Jeder hat was er nicht abkönnt. Bei mir ist das Rosenkohl. Das ist schön. Oh, schön Rosenkohl mit Butter und ah, lecker. Rosenkohl ist nicht dein Ding. Nee, Rosenkohl ist überhaupt nicht mein Ding. Nee. Weißt du, was auch nicht mein Ding ist? Was denn? Dieses Spiel hier. Ach so. Das ist so. Tatsächlich. Voll überhaupt. Geh doch mal geradeaus. Ja, mach ich auch. Hallo, Tachchen. Ja, komm. Oh, da liegt doch was in der Kiste. Ach, da liegt nichts. Nö, da liegt nichts, ne? Doch, der hat ja alles gestrichen, frisch gestrichen, extra nur für schön. Uns. Das ist, nett. Verhext. Da, dann. Hier fehlt ein Jumpscare, definitiv. Ja, der kommt jetzt auch. Gleich, pass auf. Iiii, voll Spinne. Ich piss mir in die Hose, ey. Oh, was ist denn das? Ja, als hätte ich das nicht gesehen. Ich bin doch nicht blöd. Was hast du nicht gesehen? Naja, hier, guck mal, da ist so eine Booby Trap, nennt sich das. Ach, guck an. Oh, guck mal, hier ist auch noch eine... Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Eine Kiste. Das! Oh, Feuer! Hätte ich wohl erwähnen sollen, was? Bist du trotzdem reingelaufen? Ja, ich hab doch nichts gemacht. Ich bin doch drunter durchgekrochen. Was ist denn jetzt los? Na, vielleicht, Ach, war der Auslöser jetzt für diese Kiste, oder was? Wahrscheinlich. Och, man. Und das Beschissene ist, wir kriegen hier Brennkraftstoff, ne? Was, blöd ist, weil wir den Flammenwerfer nicht mehr mit haben. Schön, wer hat denn das gesagt, dass wir den da zu Hause lassen sollen? Bescheuert. Ich war's. Auf jeden Fall. Natürlich. Guck mal, hier ist noch was. Huch. Mann. Müssen wir da vielleicht durchlaufen? Mann, was mach ich denn hier? Krauchi. Krauchi, mach ich jetzt auch. Aber gibt's dann. Heißt das denn, es gibt hier irgendwo der noch. Der Junge ist auf jeden Fall sehr genital unterwegs. Oder sehr auch, ne? Wenn ich jetzt hier Unterleib an die Tür stehe, wenn ich jetzt hier an die Tür gehe, ne? Ja. So. Guck mal, hier ist gleich schon wieder was. Ah, Mann. Dieser miese Motherfucker. Sagt man nicht, aber ist er. Na, ist er aber. Heißt das jetzt, ist alles, was du zu bieten hast, ein paar gespannte Drahtseile, die sich abholen? Ja, vielleicht sind die aber auch irgendwo unten dann auch. Guck mal da, hier ist auch noch eins. Da ja, oben ist auch noch eins. Was macht man denn jetzt? Na, springen. Was macht man denn in so eins ist nach Fall? Unten gespannt und eins zur Seite, ne? Also ja, drüber hüpfen. Wusstest du, dass wir in Resident Evil... Bist du schon mal gesprungen in Resident Evil? Nee. Vielleicht müssen wir über den Tisch. Vielleicht. Oder einfach da an der Seite vorbei. Kann man das nicht irgendwie so mit dem Messer? Ja, versuch's einfach mal. Aber guck mal, ey, das zieht übelst viel Lebensenergie ab. Eigentlich würde ich das nicht machen. Und wir haben nur eine Heilflüssigkeit dabei. Das reicht doch. Das ist auch gut, finde ich. Und enough is enough. Und also darf ich dann jetzt... Ach so, warte mal. Das leuchtet doch anders rot als das hier. Oder täusche ich mich da? Nee. Euch genau gleich. Mein Gedanke war jetzt, dass wenn man das erste Mal da drunter durchgeht, passiert nichts und beim zweiten Mal passiert aber was, wenn man zurückgeht zum Beispiel, um eine dumme Kiste zu finden. Aber nein, das ist nicht der Fall. Keine Ahnung. Soll ich das probieren jetzt? Probier's doch einfach mal. Hoi! Okay. Nein. Scheinbar funktioniert das nicht. Nee, das scheint ganz offensichtlich nicht zu funktionieren. Wir müssen es wahrscheinlich so machen. Nein, das ist ja völliger Blödsinn. Der Bullshit, ne? Ja, also irgendwie gab es da sicherlich einen Weg drumherum. Ich kann mir bloß überhaupt nicht erklären, wer das gewesen sein soll. Höchstens hier lang. Aber was ist hier schon?
Oder kommt man unter die Tische, dann kotze ich. Nee. Ich kotze auch so, ist riesig, Mann. Aber. Halalalala. Oh, Bitch, nein. Achso, schau die raus. So, jetzt bin ich unbesiegbar. Jetzt bist du. Das ist doch hier irgendeine beschissene Falle, ich weiß. Ja. Nö, darum gehe ich da auch nicht dran, das mache ich nicht. Ist mir scheißegal. Hallo. Also man merkt mir meine Nervosität ja auch überhaupt nicht an. Ich bin auch total angespannt. Erstens, seitdem du gesagt hast, dass ich pullern muss, muss ich auch pullern. Mhm. Und zweitens, ja. Was zur Hölle soll das? Wie macht man das denn hier? Wie kann man das denn machen, dass das nicht mehr ist? Wie? Also ich sag nicht, gar nicht. Guck mal, hier ist so eine dunkle Ecke. Da kann man einfach warten, bis das Spiel vorbei ist. Das fände ich zum Beispiel ganz gut. Ja, würdest du auch so machen, ne? Letztens habe ich wieder einen Horrorfilm geguckt, The Collector. Und da geht es ja auch so um Fallen im Haus. Und da habe ich mich direkt wieder an Resident Evil erinnert. Mhm. Und was wäre denn da das Beste? Du bleibst einfach bis zum nächsten Morgengrauen da irgendwo in irgendeiner Ecke sitzen und wartest ab, bis das vorbei ist. Ja, das würde ich tun. Also ja, na, ich auch. Mann, ich hab's genau gewusst. Aber die Charaktere Kotzen, sind ja immer so dumm. Und schlagen auf alle Kisten drauf ein und gehen in alle Fallen. Das ist doch scheiße. Naja, aber ich meine... Hä? Krautsch mal. Ja, aber hier ist doch noch ein Seil. Wurden auch da, ja. Nö, auf den Boden, Junge. Na, geh erst mal rein. Ach nee, geht ja gar nicht. Geh doch erst mal rein. Ja, ich habe jetzt gerade keinen Raum empfinden gehabt. Lass mich kurz überlegen. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Das Spielzeug nur ein Kinderspielzeug, kann also nicht als Waffe verwendet werden. Vielleicht kannst du auf die Dinger da schießen. Das kann ich sicherlich, aber ich glaube, das will der auch. Und guck dir mal unser Munitionsvorrat an. Ja, nö, das ist nicht gerade günstig. Nee, ist praktisch nicht existent. Sowieso irgendwie ein bisschen doof ist. Du sag mal, Stefan, wie lange ist der denn jetzt eigentlich schon? Was denn? Na, wie lange nehmen wir denn auf? Tja. Weiß keiner. Weiß ich nicht. Ich geh da jetzt durch. Ja, mach mal. Hey, ist das eigentlich blöd? Guck mal, weißt du, was das für ein Raum ist? Das ist der Raum aus dem Video. Wow, da muss ich hin. Sagte er und es schossen ihm Splitter um die Ohren. Guck mal, hier gibt's so eine Kiste. Die explodiert bestimmt auch. Nee. Aber das ist gut, weil jetzt... Da haben wir ja noch ein bisschen was drin, ne? Und ich würde sagen, wir nehmen den hier, den Dings mit. Den Flammenwerfer. Und lassen den Grenadewerfer hier, oder was? Vielleicht will das Spiel das auch, dass wir das machen. Ja, wahrscheinlich. Und wieso? Doch, jetzt kann ich das. Ja, wir machen das aber trotzdem. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir den hier brauchen. Den Grenadewerfer? Den Brenner. Ja, aber der Granatwerfer, den haben wir gerade erst bekommen. Also der ist... Ach, naja, ist mir doch egal. Passt mir nicht. Ist es eigentlich auch Wurst. Mach, was du denkst. Du spielst ja. Aber bei dem... ich, nein. Nee, ich sag nur, dass wir bei dem hier Flammenwerfer ein bisschen mehr Muni haben. Hm. Ist es denn jetzt so, dass wir die... Du hast recht, im Übrigen. Ja, ne? Ist es so, dass wir diese Spielzeugaxt eigentlich nochmal brauchen? Weiß ich nicht, ob wir die momentan brauchen. Haben wir damit schon mal irgendwas Sinnvolles gemacht? Nö, noch nicht. Vielleicht müssen wir die nachher bei Evelyn anwenden und der ich glaube, die brauchen zwischen wir die Rippen hauen. Aber das verschissene Tape brauchen wir nicht mehr. So. Nö, das kann raus. Okay. Haben wir noch Schießpulver? Nee. Oh, wir sind echt super. Wir sind ein bisschen ausgebrannt. Hm. Nehmen wir einfach den Flammenwerfer und machen damit alles klar. Das ausgebrannt. Den habe ich verstanden. Ja, ne? Überlege, ob wir jetzt diese Schlüssel, die lege ich jetzt hier erstmal rein. Ja, und wenn wir sie brauchen, dann gehen wir halt hier nochmal zurück. Ist doch klar. Richtig. Hm, ja. Cool. Und du schindest schon wieder Zeit, ne? Ja, ich schinde keine Zeit. Erzähl doch nicht so einen Scheiß. Ich würde mal gucken, was wir hier noch so haben. E-Mail von mir haben wir die eigentlich schon gesehen. Nee, aber ich glaube, wir sind bald wieder bei der halben Stunde. Ja. Und bevor wir hier reingehen, könnten wir ja... Ja! Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal. Man weiß nie. Was hat er gesagt? 0814? 0621. 0814. Jetzt sterben wir. Könnte ich wetten.
Wie, was? Tick-Tack, Tick-Tack. Ha, 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 ha. Was, Tick-Tack? Was ist Tick-Tack? Gut, dass du da weggegangen bist, lieber Stefan. Sehr, sehr. Das war bravös. Ja, als danke. Wenn du. Also da jetzt mal ganz großen Applaus. Instinktiv hat er sich von der Tür wegbewegt. Ich wäre da stehen geblieben und hätte nur gedacht, naja, was soll schon passieren? Hinter irgendwo eine Uhr. Ja. Brauchst du ja einen Atemerfrischer? Sag mal, hatte die Klingel? Hatte die Klingel? Es hat die Klingel. Es hat sowas von die Klingel. Jetzt wissen wir 06 was? Ich weiß es nicht. 0621? Ja. Bist du dir sicher? Ich oder 0612? 0621, ne? Ja. 0 6 6 2 1. Ich muss das Passwort herausfinden. Ja. Haben wir das jetzt? Holy shit! War ja gar nicht so schwer. Ach so. Aber du warst gerade am Episode beenden. Als ja, als dieser junge Herr da durch die Türe schaute. Freunde, war wieder aufregend. Also wir sind jetzt durch das Video total gut durchgerusht. War wieder aufregend. In den letzten 10 Sekunden ist endlich mal was passiert. Also genau. Aber das war unser Sahnehäubchen heute. Ich verabschiede mich mit einem kräftigen Applaus für Stefan und Köller-Alarv an alle Jecken, die da draußen feiern mögen. Ja, ne, dann war's es mal wieder. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es wieder heißt. Resident Evil 7. Ja. Vielen Dank. Fertig. Heute lachen wir. Macht's gut. Tschüss.